Fünf Fakten über den Film Parasite. Das Haus der Parks ist ein Filmset, das komplett neu aufgebaut wurde. Filmeditor Yin-Mon Yang schnitt den kompletten Film mit Final Cut 7, welches seit 2011 von Apple nicht mehr supportet wird. Parasite erhielt als erster koreanischer Film die Goldene Palme von Cannes. Der Mülleimer der Parks kostete in echt 2300 Dollar. Bong Joon-ho wählte ihn aus, weil er keine Geräusche machte und sich sehr sanft öffnete. Mit der Schwarz-Weiß-Version des Films erhofft sich Bong Joon-ho, dass die Zuschauer den Kontrast zwischen reichen und armen Familien besser erkennen können.